Wenn man in der Kosmochemie die Gleichungen verstehen will, die man häufiger benutzt, braucht man immer mal wieder auch Differentialgleichungen. Differentialgleichungen sind tatsächlich sehr simpel strukturiert, bestehen nur aus zwei Elementen. Das erste Element ist eine Funktion f von x und das zweite Element ist auch eine Funktion, und zwar dieselbe, nur deren Ableitung. Also beispielsweise Minus, ich könnte auch Plus schreiben oder sonst irgendwas, die Ableitung, also f' dieser ersten Funktion. Und wir haben eine Gleichung, also schreibe ich zum Beispiel in ist gleich 0. Da könnte auch auf dieser Seite alles Mögliche stehen. 0, eine Zahl, eine andere Funktion oder sonst irgendwas. Aber das ist so die einfachste Art, wie man eine Differentialgleichung schreiben kann. Diese zwei Elemente, und man ist damit am Ende. Jetzt werden diese Funktionen auch teilweise anders notiert. Also es könnte auch y minus y' heißen, ist gleich 0. Exakt die gleiche Gleichung ist nur anders geschrieben. Oder y minus dy durch dx ist gleich 0, auch dasselbe. Das hier kommt aus dieser geraden Gleichung, um eben die Steigung herauszufinden. Y ist gleich mx, wobei m hier die Steigung ist, also y durch x ist gleich m. Und wenn man dann die Differenziale, also diese y sehr klein macht, die x sehr klein macht, dann bekommt man eben die Steigung in einem Punkt. Also hat die Steigung hier in einem Punkt, das ist ja die Ableitung von der eigentlichen Funktion. Das heißt, all diese drei hier sind alle drei dieselben Differentialgleichungen. Die Frage, die man jetzt hat, wenn man eine Differentialgleichung lösen will, ist, was ist das hier für eine Funktion? Also die ist dann nicht bekannt und die möchte man gerne wissen. Man möchte wissen, was ist f von x? Und dazu kann man dann diese Gleichung zunächst einmal umschreiben und zieht dieses f von x zum Beispiel auf die Seite. Dann steht hier f von x ist gleich f' von x. Und die Frage bleibt natürlich dieselbe, was ist das hier für eine Funktion? Die wollen wir wissen. Wenn man sich jetzt diese gesamte Gleichung anschaut, dann fällt einem vielleicht ein, die Ableitung einer Funktion oder die eine Funktion, deren Ableitung gleich ist wie die Funktion selbst, ist die e-Funktion. Also e hoch x ist gleich die Ableitung, e hoch x ist die Ableitung von e hoch x, auch wieder e hoch x. Das heißt, die Funktion ist e hoch x. Die Ableitung ist e hoch x und damit ist diese Gleichung hier richtig und man hat die Lösung für f von x gefunden, nämlich f von x ist gleich e hoch x. Und das ist der Grund, weshalb bei Differentialgleichungen immer wieder die e-Funktion vorkommt, weil eben die Ableitung einer Funktion in der Differentialgleichung vorkommt und die Ableitung von e hoch x ist und wenn man dann eine Differentialgleichung löst, taucht irgendwo dann ein e hoch x auf. Und das ist, wie Differentialgleichungen als solche strukturiert sind, funktionieren, weshalb da immer wieder e hoch x auftaucht und weshalb e hoch x und die Exponentialfunktion bzw. die logarithmische Funktion so wichtig ist in diesem Zusammenhang und wir dieser ständig in dem Zusammenhang auch begegnen.